Hallo Freunde des Buddelkastens und willkommen zurück zu einer neuen Episode von Digit, der Bagger-Simulator. Und wie ihr seht, habe ich schon einiges geleistet an Missionen und insgesamt 17 Sterne von 87 erhalten. Wer gut in Mathe ist, der kann sich jetzt ausrechnen, dass es insgesamt 29 Missionen geben wird, da es pro Mission insgesamt 3 Sterne gibt. Heute nehmen wir mal die grünen Büsche für den Garten der Floristin in Angriff und danach, wenn wir noch Zeit haben sollten, die Autowerkstatt, die wohl einen neuen Zaun benötigt. Und das Coole ist, dass man die Missionen immer wieder spielen kann. Das heißt, man kann sich auch so sein Geld sammeln, wenn man dann wirklich zu schlecht sein sollte für die größeren Missionen. Aber 6.000 Dollar oder Geld oder Euro, ich glaube, das ist einfach Geld, weil, ja, ist halt nicht lokalisiertes Spiel. Aber das ist super, es ist komplett egal. Nennen wir es Zenny. Genau, in schöner RPG-Manier heißt es jetzt Zenny. So, eigentlich habe ich hier Tutorials ausgestellt. Also ich finde es nicht so schön, dass es immer wieder mit den Tutorials ankommt, aber gut, wir lassen jetzt den Löffel mal fallen, denn jetzt habe ich den gleich wieder eingesammelt. So, lassen wir ihn halt so fallen, denn so kommen wir jetzt nicht nochmal ran. Und wir brauchen nämlich für diese Mission, das ist eigentlich eine Tutorial-Mission, einen neuen Löffel. Und das wollte ich euch natürlich zeigen, bevor ich jetzt irgendwas Großes, Neues starte. Und ihr sagt, hey, wie weißt du eigentlich, wie man die Löffel hier ablegt? Und warum hast du eigentlich eine Maske auf? Okay, dann schauen wir mal. Ich hoffe, das kriege ich jetzt gut in den Griff. Also ich habe das Spiel relativ häufig jetzt relativ gespielt. Es ist immer noch schwer für mich, also es ist wirklich nicht ganz so einfach, wie man vielleicht denken sollte, nachdem man es eine Weile gespielt hat. Und ich werde mal die Kamera drehen, damit ich ein bisschen einfacher weiß, wo ich hin muss. Was wirklich schade ist, was ich wirklich schade finde, ist, dass man die Löcher wirklich perfekt ausgraben muss. Und um die perfekt auszugraben, es geht nicht. Es ist wirklich, man kann einfach ab und zu nur den Boden berühren und es heißt, oh, man hat gegraben. Obwohl, also wirklich nur so. Und dann hieß es, oh, man hat gegraben. Und das finde ich jetzt nicht ganz so schön, weil so lässt sich die Mission wirklich gar nicht so toll abschließen, wie man es eigentlich geplant. Also auch sowas hier, was ihr gerade gesehen habt. Die Löcher werden dann zu tief und es ist dann nicht so toll. Also ich finde es jetzt wirklich schade ab und zu. So, insgesamt müssen wir hier, ich glaube, 75% wie bei jedem Auftrag erreichen, was jetzt wirklich nicht so schwer sein sollte. Ich werde mal die linke Seite an Angriff nehmen. Und ich habe einen kleinen Bug gefunden, also für jene, die wirklich Probleme mit diesem Spiel haben. Wenn ihr ganz schnell die Schaufel leert und wieder nach oben bringt, dann leert ihr sie ohne irgendwas, ja, ohne etwas verloren zu haben. Also der Dreck verschwindet magisch und so könnt ihr dann weitergraben ohne. Ja, also seht ihr sowas hier, das finde ich jetzt nicht so toll. Ja. Na gut, ich meckere nicht weiter über das Spiel. Soll ja auch keine Review sein, es soll eine Let's Play sein. Oder halt mal euch zeigen, dass es auch andere Spiele gibt und nicht nur Farming Simulators. Oder Goat Simulator oder... Es gibt eine Menge coole Simulator. Das ist wirklich ein tolles Genre, wo man wirklich viel mitmachen kann, was ich super finde. Jetzt bauen wir hier quasi so einen Ameisenhügel. Wie ihr seht, geht das Ganze schon schneller voran als beim letzten Mal. Also ich habe wirklich nicht wirklich viel gelernt, aber ich habe genug gelernt, um zu wissen, wie das Spiel jetzt wirklich funktioniert. Ja, das war jetzt nicht ganz so schön. Also ich habe jetzt wirklich nicht so tolle Arbeit geleistet bei dem... Ja, da war es zum Beispiel, seht ihr, da war jetzt gar nichts drin. Obwohl es so aussah, als ob was drin war, war nichts drin. So, ich drehe mal die Kamera ein bisschen, denn wir müssen den Bagger jetzt noch ein bisschen umverfrachten. Die andere Seite will nämlich auch ausgegraben werden. Und das lässt sich nämlich nur erledigen, wenn man den Bagger umstellt. Oder man stellt sich ganz woanders hin, aber das wäre relativ unpraktisch, denn man muss ja den Schmutz auch noch irgendwie wegkriegen. So, genau, fangen wir mal hier an. Graben schön durch. Und schön aufpassen, immer die Schaufel zuerst zurückzunehmen. Ansonsten sieht das nämlich ganz schlecht aus. Genau. Ich habe mich an die Steuerung jetzt relativ gewöhnt. Also wie ihr seht, es läuft definitiv flüssiger als damals. Als bei der ersten... Damals. Das hört sich schon an, als ob es 3 Jahre her wäre. Als bei der ersten Episode. Man kann übrigens auch in die Löcher fallen. Also das ist mir auch schon passiert in meinen kleinen Tests, die ich da durchführe. Und ab und zu ist halt dieses Gelände... Ja, oh, jetzt habe ich aber mächtig Scheiße gebaut. Das ist natürlich nicht so schön. Ab und zu ist dieses Geländeumform nicht ganz so toll gemacht. Dann muss man wirklich in bestimmte Situationen reingreifen und so. Also es ist nicht so toll. Könnte besser geregelt werden. So, jetzt haben wir den Auftrag schon abgeschlossen.
Insgesamt waren es 97 und 90 und 84. Also wir könnten theoretisch sogar 3 Sterne kriegen und die haben wir sogar. Also ich habe mich nochmal verbessert. Und insgesamt gab es anstatt 1000 Dollar oder Euro oder Geld, Zenny, insgesamt 1166. Das ist doch super. Das sind 16,6% mehr, als wir verlangt haben. So, dann jetzt noch eine schnelle Mission. Hoffe ich theoretisch, dass sie schnell ist. Die Autowerkstatt. 6000 verrückte Dollar. Und es sieht so aus, als wirklich... Als bräuchten wir 2 Sachen hier. Wenn es eine längere Episode wird, dann ist es halt so. Also wäre schade, hier einfach abzubrechen nach 4 Minuten, 5 Minuten. Oh, im Regen sogar. Oh, Mensch, da freue ich mich aber. Baggere Löcher für das Fundament des Zauns. Alles klar. Also das hört sich doch schon mal sehr cool an. Sah in der... Oh, jetzt laggt es so ein bisschen. Sah in der Vorschau jedoch ein bisschen anders aus. Also ich dachte nicht, dass es wirklich so aussieht. Ja, aber wir haben immerhin den Bagger S hier, glaube ich, heißt er. Und ich glaube, ich fahre den mal ein bisschen zurück, weil das wird echt eine scheiß dumme Arbeit. Oh ja, wir müssen hier ordentlich was wegschippeln. Oh, das wird richtig schwer, das wird richtig scheiße schwer. So, ich glaube, das erste Loch habe ich. Und ich fahre mal nach vorne, weil ich traue mich nicht... den Sand hier einfach irgendwie mit dem Arm abs... Oh doch, der hat eine gute Reichweite. Der, ja, da war wieder nichts drin. Fehlzünder. Und ich verfrachte den Bagger mal ein bisschen anders. Okay, jetzt sind wir schon gegen die Wand gefahren. Dann freut sich natürlich der Lackierer. Und ich schau mal... Ja, dann bin ich ein bisschen zu nah dran. Ein bisschen zu nah. So, ganz vorsichtig. Oh, nee, 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 nee. Ganz vorsichtig geht's runter, wollte ich sagen. Und da ist die Schaufel plötzlich voll. Also ihr habt gesehen, wir haben wirklich gar nichts abgebaut. Und plötzlich ist da so ein Haufen Mist rausgekommen und beim anderen war gar nichts. Also sie füllt sich dann doch wirklich sehr, 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 sehr schnell. Was wirklich schade ist, weil die Bugs machen das Spiel dann doch ein bisschen... Oh, ich glaube, jetzt habe ich, weil ich den Platz hinten ein bisschen zerdrückt habe. Ja, naja, Wurst. Dann kriegen wir halt keine 3 Sterne hier. Es geht darum, eigentlich die Bagger zu zeigen. Und ich sehe gerade, das Kabel leckt so ein bisschen hinterher. Also gibt es ein paar kleine Fehler, Animationsfehler. Aber das ist alles okay. Also soll ja auch keine Review sein. Oh, jetzt habe ich richtig verkackt. Oh, schön. Ja. Wie kriege ich den denn zurück? Bin ich jetzt ganz doof? Ach nee, hier. Genau. Ja, ich fahre lieber ein Stück zurück. Also das sieht mir ein bisschen zu gefährlich aus. So, jetzt ganz vorsichtig. Wie ihr seht, geht es wieder nicht. Ab und zu geht's nicht. Ja, genau das wollte ich verhindern. Man kann nämlich damit genau diesen schönen Bug auslösen. Und da ist die Schaufel wieder voll. Oh, wir haben 37% Genauigkeit nur, bitte. Oh, nicht ins Loch fallen. Nicht ins Loch fallen. Oh, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, sehr gut. Haben wir uns gerade noch so gerettet und ich grab einfach mal weiter, weil wenn wir den Kunden schon so abziehen mit unserer schlechten Arbeit, dann auch richtig. Genau, da wird einfach mal über den Beton gekratzt hier. Den nicht vorhandenen Beton wird zerkratzt. Ich sehe gerade, es gibt insgesamt 20 Punkte pro Loch. Das heißt, wir müssen theoretisch noch eins machen. Nee, gar nicht. Doch, eins. Also wenn wir wirklich 20 Punkte kriegen, dann nur eins. Dann würden wir aber auch nur einen Stern kriegen und das ist natürlich nicht so toll, dafür, dass wir hier Zeit reingesteckt haben. Aber ich glaube, ich werde da es schon wirklich böse schlecht ist, werde ich einfach mal den Müll hier verfrachten. Und dann schieben wir den nämlich weg mit der Planierraupe. Also jetzt muss ich den Kran so ein bisschen nach links schieben. So, wie Zoom, da zoomt man raus. Ja, es wird mächtig interessant zu sehen, was der so alles kann. Der Zaun. Sieht nicht so nach einem Zaun aus, finde ich. Insgesamt hätten wir jetzt schon 80% erreichen können, haben wir aber nicht. Natürlich auf meiner Arbeit versuche ich Perfektionist zu sein, aber so im Spiel kann man schon mal böse sein. So. Noch ein bisschen. Nochmal richtig schön nachgreifen. So. Jetzt haben wir eine Menge Mist gebaut. Ist natürlich jetzt nicht... Ist natürlich scheiße, aber es ist nicht so schlimm, denn ich glaube, man kann irgendwie... Genau, man kann aus dem Wagen raus und dann gehen wir einfach in die Planierraupe. Wir haben ja noch ordentlich Zeit und schieben die so ein bisschen hoch und bauen das ab.
Genau, wir schieben einfach den Mist hier rein, irgendwo, irgendwie, oder auch nicht. Ich glaube, jetzt baue ich noch mehr Mist. Genau, jetzt baue ich noch mehr Mist. Okay, Leute, lassen wir es. Genug gemacht, 96% ist schon ganz schön gut. Nicht sauber gearbeitet, aber mal gucken, was wir dafür kriegen. Also es wäre echt schade, wenn wir dafür... Ach komm, das kann man nachbuddeln. Warum wurde das eh nicht mit Schaufeln ausgegraben? Warum zahlt man einem Baggerfahrer 6.000 Dollar dafür? Na gut. Wie dem auch sei, wir haben in einer unsauberen Weise, der Bereich war voller Schmutz. Ja, das ist, weil wir natürlich falsch abgelegt haben. Also wir haben einen Stern bekommen. Insgesamt aber 7.134 Senni. Und das ist doch schon mal cool. Gut, das war's für die Episode, Leute. Und schaut nochmal vorbei beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Digit, der Bagger-Simulator im Let's Play von Gamona.de. Und ich sehe euch dann. Tschüss.